So, zack. Schieb ab, du auch. Alles klar, jetzt. Doch, cool. Das ging ja fix. Nein. Danke. Angeber. Oh ja, Angeber. Bam, bam, bam. Wie ich die einfach nur so abschnetzel. Drei Treffer und die sind tot. Nicht schlecht. Gefällt mir immer besser. Wir werden immer stärker wieder. Ja, ich würde ganz gerne dann auch den Feind sehen. Oh. So, und hier ist eine Flagge. Die schnappe ich mir natürlich direkt. Und guck mal auf die Map. So. Da gibt's noch Bürger retten. Dann retten wir doch mal den Bürger, ne? Diese, ja, die Geisteskranken, nenne ich sie mal. Die Lache, die klingt so krank. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Wow. So, die beiden Stärksten sind schon mal aus dem Spiel. Der Rest dürfte kein Problem mehr darstellen. Bam, nein, doch noch nicht. Oh, geil. Bam und zack, gib Ruhe. Und wieder ein Burger gerettet. Burger. So, mal fix gucken, was liegt denn hier noch an Partisanen. Haben wir da Taschendiebstahl, Informantenherausforderung, Eskorte. Den müssen wir wohin eskortieren wahrscheinlich? Wahrscheinlich dorthin? Oder dorthin irgendwo? Auf jeden Fall in Richtung Ausgang. Da würde ich mal schätzen, dass wir den hier einmal quer durch die Stadt... Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich gucke erst noch mal. Ich denke, erstmal mache ich Taschendiebstahl. Das ist hier sowieso Katzensprung weit weg. Oh, was ist das? Das sind Leichen. Och Mann, ey. Müssten die jetzt wieder hier ankommen und nerven. So, Schwert weg. Noch eine Flagge aufgesammelt. Zuck hier. Alter, schieb ab, Junge, schieb ab. Oh, ich bin schon fies, ne? Wie die auch immer nur auf mich gehen hier. Na, Kollege? Alter, wieder hier ein Templer. Zack. Aber wenn ich die richtige Kameraeinstellung habe, kann ich auch sehen, wann ich kontern muss. Oder wann er mich kontert. Alter, ich hasse so Gas, ne? Nein! Verdammt! Alter, wie der Damage mir reindrückt. Wie viel? Aber dem haben wir den... Schön den Torso geöffnet. Na? Ja, will. Alter! Scheiß drauf, wenn die mich jetzt hier kontern sollten. Ich kämpfe bis zum Tod hier. Bis zum Tod. Na los. Alleine wie er den in Ruhe lässt dann einfach, anstatt dass der den einfach hier ein paar verpasst. Naja, dann halt so rum. Nein, verdammt, ich hab doch gekontert. Kleines Sackgesicht. Oh Mann, ey. Jetzt bin ich wahrscheinlich gerade, nachdem ich den Templer erledigt habe oder nachdem ich die letzten Bürger gerettet habe oder so.
Oder die letzte Flagge eingesammelt habe. Oder so. Alter. Junge. Oh, verdammte Scheiße, wie viel das abzieht. Na, du auch? So, Ruhe hier. Ja, ich kletter gerade weg. Oh, cool. Die Flagge hole ich mir natürlich noch. Das lasse ich mir nicht entgehen. Na, ab nach oben mit dir. So, und ich gehe mal davon aus, dass das nicht oben auf den Dächern sein wird. Sondern eine Gasse weiter. Oh. So, Messer haben wir. Sehr gut. Du willst mich am Leben lassen? Das finde ich ja zu gütig von dir. Ah, verdammt, da habe ich nicht auf meinen Rücken geachtet. Alter, wie der zweimal da kam. Wie der frech wird hier. Bam. Zack. Sehr schön. Wieder ein Burger gerettet. Ich glaube, den hatten wir noch nicht mal auf der Map. Aber brauchen wir ja auch nicht. 5 von 8 schon? Alter Schwede, da haben wir ja schon einiges geschafft. Aber ich glaube, es fehlen noch fast alle Aussichtspunkte. Ich habe bis dahin. Da. Ja, ich würde ganz gerne runter. Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute? Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Mashtadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahadins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Die Wache uns hört, zufällige Zufälle. Errichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt, gehen wir an die Arbeit. Ja, erst das Gerüst aufbauen und dann selbst dorthin gerichtet werden, das wäre schon echt scheiße. Ich bin untergetaucht, du siehst mich gar nicht, ich bin unsichtbar. So. Müssen wir nicht erst durch die Wachen uns noch durchschlagen, sondern haben hier direkt, Nech und so. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 Aussichtspunkte fehlen noch. Geil. Sind gar nicht so viele hier in diesem, im armen Viertel. Deswegen... Mal sehen, vielleicht mache ich das gleich hier alles, mache ich Jerusalem gleich in einem Rutsch fertig. Da hoch! Nein. Ich will da hoch. So, weiter. Alter hier, weiter, Junge. Ich gehe mal... Oh! Was war das denn? Habe ich da auf Springen gedrückt irgendwie? Weil die eigentlich immer gedrückt, dass er gleich so über Lücken rüberspringt. Sollte ich vielleicht mal lassen. Ich weiß nicht, habe ich früher schon immer so gemacht, deswegen. So, synchronisieren wir nochmal eine Runde. Oh ja, das Armviertel, da sieht man schon, das ist viel dichter aneinander gebaut. Viel mehr, viel dichter. Haben sie gut gemacht. Nächsten Aussichtspunkt. Los. Falsche Richtung. Verdammt. Ah, ich rempel alles weg. Oh, das klang schmerzhaft. Fies.
paar Gold. Und wenn das passiert, werde ich nicht. Er sollte auch sich wie ein Kind benehmen. Zack. Und schon haben sie mich nicht gesehen. Ah, oh, cool. Sind wir auch direkt beim nächsten Aussichtspunkt schon angelangt? Das geht ja ratzfatz hier. Naja, ich musste auch keine anderen Missionen dann direkt machen, die in der Nähe waren, weil da keine in der Nähe waren. Ja, so war das. Da ist eine Belauschen-Mission. Na, würde ich mal sagen. DNA-Synchronisation, was? Hinzubekommen und hören mal zu. Sie kamen ohne Vorwarnung. Mein Sohn? Sie haben meinen Sohn? Was wird mit ihm geschehen? Wir taten, was wir konnten. Was wird mit ihm geschehen? Er wird hingerichtet. Heute. Nein, das erlaube ich nicht. Aber was können wir tun? Majdadin nimmt keine Gnadengesuche entgegen. Mit Gottes Willen lässt sich nicht feilschen. Das ist nicht Gottes Wille. Es ist Wahnsinn. Ich werde selbst zu ihm gehen. Wo ist er? Er wird der Hinrichtung beiwohnen, sie sogar durchführen. Er genießt solche Schauspiele. Ein wahrlich böser Mann. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Oh ja, so ein kranker Kerl, der das genießt. So wie ich? Nein. Ich doch nicht. Ich tu doch keiner Fliege was zu Leibe. Na los, kämpfen wir. Na. So, das hätten wir. Alter, was hält er denn alles aus? Wollen die mich verarschen? Der hält 5 Messer aus. Alter, was ist denn das für ein Lord, bitte? Wollen die mich verarschen? Nein. Ah, verdammt. Alter, endlich ist er hinüber. Mein Gott. Na los, komm hoch, Junge. Spacko, läuft er erstmal da ganz außen rum? Ist er dämlich? Oh, schöne Drehung. Das war sehr elegant. Trotzdem stirbst du jetzt. Ach, Junge. Runter mit dir. Bam! Alter, wie das hier oben immer mehr Gegner werden, ne? Hihi! Ach, danke. Wäre da fast runtergefallen. Er hätte mich auch schubsen können. Finde ich nett von ihm. Und runter. Zack. So, Ruhe und Frieden hier. Naja, Ruhe zumindest. Und die nächste... Der nächste Aussichtspunkt. So, mal schauen, wie kommen wir denn da am besten hoch? Ich würde sagen, hier irgendwo. Jawohl. Hier kommen wir hoch. Okay. Nein. So geht's. Dann einmal rumhangeln und... Ja, macht nix. Bin ja gleich wieder weg. Ups. Bisschen zu flink war ich da. Oh ja. Das sieht schon sehr schön aus. Ist ja gut, ich bin ja schon wieder weg. Alleine wieder auf mich schießt. So eine Frechheit. Alter. Ah! Die regen mich einfach auf. Was soll denn das?